Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Extinction. Hier mit dem Weide, dem Floki. Hallo, Hallöchen. Und mit mir, dem alten Smitty. Auf der alten Eule. Auf der alten Eule. Mit dem Quetzeljäger und der Cindy. Die hat noch gar keinen Namen, die alte Eule. Das Fällt ist mir nur auch noch gerade auf. Snow Kann ja wohl nicht wahr sein. Owl. Was ist denn los, Floki? Deine Eule und dann heißt die einfach Snow Owl. Ja, habe ich vergessen. Ich krieg dann gleich nochmal einen Namen. Es war die. Alte Eule vielleicht? Ich wollte es gerade sagen. Es war die scheiß Drama-Eule. Na, die andere Drama-Eule liegt im Magen von der Wyvern. Ja. Ach ja, stimmt, das war Was ja ist die. los? Ja, stimmt, Oh. das war ja die. Was sind die gerade? Oh. Was denn? Auch nichts, alles gut. Okay. Ja, musst du aufpassen, wenn du irgendwo gegenfliegst, dann zieh die Flügel an, ne? Dann musst du nochmal neu Das starten. hab ich gerade gemerkt. Ja. Gerade auf den Boden gestürzt. So, auf in Zanken Forest oder was sagst du? Auf in den Zanken Forest. Na dann. Versunkenen Wald. In den dunklen Forest. Da geht die ab. Ja, und die geht ganz schön ab, wenn ihr die. Was braucht ihr denn so lange? Ja, Moment, ich schwebe hier. Ja, lass uns Gemächlich mal einen hinterher. schönen Baum aussuchen, den man gut findet. Ja. Also ich würde sagen, wenn man so Direkt reinkommt. hier so am Obelisken runter, oder? Okay. Das kann man, glaube ich, nicht verfehlen, das fette leuchtende Teil. Ich weiß nicht, ob der erste gleich auf dem Felsen links hier. Seht ihr mich noch her, ne? Ja. Ja, vielleicht da irgendwo. Der hier geht. Ah ja. Ah, hier, unten gleich. Dass hier an dem Baum geht, wäre das Ach so, da, ja ja. ziemlich einfach, muss ich sagen. Das stimmt wohl. Ach, ich hab's ja. Du hast sie. Wohl auch bauen, ne? Dann machen sie mal. Aber, ja, doch, eigentlich ist es egal. Kein Boden oder ein Rastpunkt. Ein bisschen höher muss man auf die Eule. Vielleicht. Denke ich, müssen wir auf den Platz drauf hier. Besser? Nein. Nee? Dem Baum geht gar nichts. Oh. Guck mal hier drüben, der gleich. Der hier auf der Spitze, das können wir ja auch bei den leuchtenden Steinen hier. Ein Wasserfall, das kriegt man glaube ich auch gefunden. Aber wenn es die nicht sind, dann weiß ich es auch nicht. Aber vielleicht da unten doch mal ein Wald. Nee, hier ist auch nichts. Egal wo, er will nicht einrasten. Ist ja zum Ausrasten. Zum Ausrasten, dass er nicht einrastet. Dann, ja. Aber es sind doch nicht die Bäume, die Ich auch wir gedacht. brauchen. Also hier, guck mal hier, die sind ganz großer hier. Ja, den fliegt auch schon mal drauf zu. Also einen viel größeren Baum kann ich dir jetzt nicht bieten. Den will er aber nicht. Kann keiner nicht mal eine Plattform dran bauen. Ne, du musst ja eine Plattform dran bauen. Ich meine ja, aber ich Ja. kann ja keine Plattform dran bauen. Okay. Auch an dem ganz fetten nicht? Nee, nix. Ist doch noch ein bisschen weit weg, ne? Was nimmt man? Das verwirrt mich. Nee, jo. Leider nichts zu machen. Okay. Hätten wir vielleicht eine normale bauen müssen? Das ist jetzt eine S Plus, aber. Ich mache dir doch keinen Unterschied, oder? Nee, Also. normalerweise dürfte das nichts ausmachen. Oh nee, war das nicht eine normale? Waren die Ach Septeps da so, nicht ja. nur? Stimmt, ja. Das gibt's gar nicht bei der S Plus, eine Baumplattform, jetzt wo du Ja. sagst.
Nee, nichts zu machen. Merkwürdig. Das ungünstig. Vielleicht noch mal wer anders probieren könnte. Also nicht, dass ich dir nicht glaube, aber. Sehr gerne. Lande doch und probier's doch mal. Der Eule, was ist die eigentlich? Die Eule. Fleisch. Ja. Okay. Die ist echter Fleischfresser. Hat auch nichts mehr drin. Ups. Nichts einsammeln, ich wollte. Kann dir was geben? Warte mal, bleib mal sitzen. Aber wir sind ja auch gar keine Tiere in der Nähe, ne? Ich gucke hier gerade schon mit der Wärmeansicht. Falsche Plattform? Sieht fast aus wie so eine. Nö. Klippenplattform. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie sie heißt, da musst du mal gucken. Habt ihr Fleisch reingelegt, ne? Jo, wunderbar, danke. Ja, an den Bäumen snappt hier irgendwie nicht. Kein Boden oder Einrasspunkt, was soll das heißen hier? Das ist die Plattform frisst. Scheiß Baum. Klippe geht irgendwie auch nicht. Mit den Bibern hier ist doch nicht normal, ey. Wie kommt man dann an Harz? Stellt sich mir hier die Frage. Ich weiß nicht, ob es die vielleicht in der Wüste gibt, dass man da nochmal guckt, in so einem großen Bäumen. Ja, oder muss man hier nochmal irgendwie. Ein paar Bäume ausprobieren oder was? Also, dass die typischen Redwood-Bäume haben wir ja quasi. Gibt ja keine anderen, ne? Nö. Das scheint schon mal nicht zu funktionieren. Gut, dann lass gucken, ob wir irgendwo ein Bienennest hier auftreiben können. Wenigstens schon mal, bis wir die Geschichte hier rausgefunden haben. Richtig, ich weiß nur nicht, ob ich den hier halt sehe, ne? Ja, du bist deswegen haben wir ja die Eule mitgenommen. Jo. Mal im Eulenmodus mal gucken. Warum darf es ja auch nicht sein? Wir müssen sie ja kaputt schießen. Jo. Wenn man meiner Plattform die ganze Zeit durch die Gegend fliegen, gibt es ja irgendwie noch. Andere größere Bäume? Nee. Erstmal ein bisschen rum und guck mal ein bisschen, ne? Ja. Was denn? Baumplattform aus Holz. Gotcha. Jetzt Fuster. Nee. Nichts hinfallen lassen.
So, müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo, nehmen wir an, an irgendwelchen Felsen vielleicht, ein Bienennest finden. Ein Bienennest finden. Gibt es hier auch noch mal einen kleinen Otter, den einen oder anderen. Ein bisschen höher vom Level ist, ne? Die gibt es doch hier bestimmt auch. Könnte wohl sein. Findest du am besten natürlich auch mit der Eule. Ja. Das stimmt wohl. Eben gerade über den See habe ich keinen gesehen. Beim kurzen Rüberflug, aber ich guck gleich nochmal. Oh, lass uns erst mal gucken, ob wir irgendwie ein Bienchen finden können. Das ist schon mal ein Otter, 60. Oh. Mitten zwischen den Bibers. Was soll jetzt sagen? Weiß nicht, ich gucke nur das Glas, da sieht man es ein bisschen schlecht. Aber ein Otter stand da zumindest eben schon mal. Das haben wir gleich 1000 Sachen angezeigt. Naja, auch ein Männchen. So, ja, wir bräuchten ja eigentlich mal ein Mädel, ne? Naja. Ein Bienennest gefunden. Okay. Da ist die Frage, ob die Eule die halt anzeigt, ne? Richtig, deswegen wechsle ich ja hin und her, um zu gucken. Ach so, okay. Wir auch schon wieder landen hier, ahnt man es denn? Oh, sieht was aus, wenn sie es anzeigt. Da eins gefunden, ja? Wenn ich aussieht. Kann man auch erkennen durch die Eule? Ja, durch die Eule erkennt man sehr gut. Ah, okay. Das ist ja angenehm. Nachteil ist, es ist etwa 20 Meter über dem Boden. Oh. Ja, lass uns trotzdem mal probieren. Problem wäre nur vielleicht zum Zähmen nachher, für die Königin, da ranzukommen. Das ist das Einzige. Ansonsten. Kaputt schießen kriegen wir hin. Ja, jetzt geht das wieder los. Richtig. Seht ihr die großen, dicken Kristalle in den Felsen stecken? Ja. Ja, dann fliegt einfach mal dahin. Da ist so quasi zwischen denen so eine Erhöhung mit so einem Felsen. So direkt beim blauen Obelisken. Kommt jetzt ein bisschen auf die Sicht. Also ich habe hier dicke Kristalle direkt am Obelisken stecken, sozusagen. Ja, ich auch. Die gerade, die sind doch häufiger als gedacht. Ja. Wobei doch, beim Obelisken, ja, ich sehe ihn von hier. Den mich? Nee, den Obelisten. Also den Wasserfall, der von oben runterkommt. Ja. Fliegt man dem in seine Richtung. Auf welche Höhe seid ihr denn? Bin jetzt, gleich beim, direkt beim Obelisten. Ja, da bin ich auch. Ich meine, auf welcher Höhe, von der Höhe her. Ach so. Weiter unten am Boden, mittelmäßig, doch ziemlich weit oben. Mittelmäßig. Bin eher unten. Mittelmäßig. Was ist denn der Wasserfall? Ach da, ja. Ja, Wasserfall. Ich hab einen Flogi. Ich hab den Wasserfall. Der Wasserfall ist hier, ja. Wir sind beim Wasserfall. Gibt's da auch zwei von? Dann sind wir am falschen, ja? Ja, der wahrscheinlich sieht wohl so aus. Gut. Also der, wo wir eigentlich reingeflogen gekommen sind. Ja, da, ich bin direkt unter der Öffnung. Richtig denn nicht. Da hinten ist aber noch einer, ja. Ist
ziemlich dicht beieinander. Ah ja, okay, dann fliegen wir mal zu dem Wasserfall. Ja, es wird schon noch was werden, ne? Ich nur einen Wasserfall. Ja, Sekunde. Der ist auch ums Eck. Ja, okay. Das ist aber direkt am Obelisken, das Ding. Ich sehe dich. Aber ich muss mal landen. Mit meiner Tapezierer hier. Es hängt jetzt nicht an den Kristallen, weil das sind mehr als 20 Meter über der Erde. Müssen wir erst noch hinfliegen. Ah, gut. Wenigstens das klappt, wenn wir schon eine Kanne. Oh! Oh ne, schade. Ich dachte, da hat den Gacha was hingekackt. Ja, wir brauchen immer noch einen Quetzel, aber die sind echt schwer aufzutreiben hier. Oh, ist das finster hier. Hier ist echt mal ganz schön duster. Wo bist du denn hier hingeflogen? Das? Nee. Direkt vor mir. Okay. Das ist ja echt nicht einfach zu finden. Ich sehe hier gar nichts. Das Einzige, was ich jetzt mal eben auftragen konnte. Links an der Wand. Sehe ich nicht. Das heißt, vielleicht könnte man von hier unten ja sogar schießen, aber das sieht man echt nicht. Nein, jetzt habe ich wieder eine blöde Plattform ausgewählt. Ja, ist schwer zu sehen. Wenn du nicht die Sicht der Eule hast, ist es echt mies zu erkennen. Da gebe ich direkt, ich hätte es in der Ecke auch nie gefunden. Nee. Ohne diese Ansicht. Ich weiß nicht, was. Ups. Das Wasser. Ja, ich merk's gerade. Ich weiß nicht, reicht ja, wenn wir drauf. Naja, das. Eigentlich ist es Mist. Können wir nach einem anderen suchen. Besser erreichbar ist. Dauert aber einen Moment wahrscheinlich, bis ich das nächste finde. Ja, guck nochmal, weil da. Da siehst du nicht, ob es kaputt ist oder nicht. Ich sehe das. Echt. Ach, da jetzt. Muss da schon echt suchen. Alter, sind die klein auch. Ja, und dann auch wenn du eine dunkle Wand hast, du wieder. Mhm. Das ist fast unmöglich zu sehen. Aber wenn ich jetzt weiß, dass ich die per Dings finde, das per Eulenansicht, dann weiß ich, dass ich die ganze Zeit anlassen kann. Ohne dass ich wechseln muss. Spielen wir heute mal ein bisschen hier in Schwarz-Weiß. Aber ich muss natürlich auch relativ nah ran, um es zu finden, weil so weit ist der Radius jetzt ja auch nicht. Ja. Oh, scheint wieder ein Meteoritenschauer zu kommen. Das hatte eben schon mal geknallt, eigentlich, dachte ich. Nochmal, ob ich hier irgendwo einen Gacha finde. Vielleicht scheißt der für mich mal so ein Kristall aus. Mag die Viecher, da möchte ich eins von haben. Wer nicht? Denk an, unser Einkaufszettel ist lang. Unser Einkaufszettel ist wirklich lang. Aber muss das. Die Viecher aber erstmal suchen und finden, immer. Und suchen tun wir ja genug, aber finden tun wir ein bisschen wenig. Mein Geschmack. Cool. Da muss man aber dicht dran fliegen, dass man hier mal irgendwie was sieht. Ob ich vielleicht auch mal irgendwo ein Bienennest finde, aber. Ist noch eins, das sieht doch ganz gut aus. Ich weiß natürlich nicht, was mit der Bienenkönigin ist, aber auf jeden Fall könnte man das vielleicht sogar. Das sieht man sogar mal. Okay, okay.
So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ihr wieder seid. Versteckt euch ja immer. Ja. Ja. Ich habe einen Floki gerade gefunden. Schon mal was. Wir sind jetzt bei 30, 15 circa. Seid ihr noch an der Stelle, wo wir gerade das Bienennest hatten? Nein. Nein. Weil das nicht weit von da aus weg wäre. Okay. Also ich bin immer noch auf Höhe des Wasserfalls, den wir eben gerade schon hatten. Ist die Frage, war das der hier? Ja, ich glaube. Kannst du den sehen? Den Wasserfall von dir aus? Ja, das kann ich ihn sehen, ja. Ah ja. Bin jetzt quasi da am Wasserfall. Unter mir die ganzen Bibas. Ja. Dann ist es wieder der andere, weil ich bin jetzt. Nee, ich sehe dich. Ein bisschen rechts. Ach, da, ja. Wir gucken uns sogar noch Abstand halten, ne? Ja. Darf ich mal ganz kurz auf die Eule mal angucken? Boah. Na gut. Das ist meine verdammte Eule. Krieg mich doch. Nein, hier. Jetzt hab ich auch noch einen Dart geschossen. Aber sag was, wie teuer die verdammten Darts sind. Ja. Ja, eine Wand? Ja. Oh ja, das sieht man wirklich gut. Mit der Eule echt hier und gerade im Forest ganz gut zu finden. Jo. In der Tat. So, OS. Ein Kotze, die hat sie hingeschmissen. Ach so, das sieht man ja nicht mal richtig mit dem Omnicolar, ne? Nur, dass es so gelb anzeigt für irgendeine fremde Struktur. Ich weiß nicht, ob der Abstand weit genug ist, weil die Bienen sind echt miese Viecher. Dann ist aber, kann es aber sein, doch gigantische Bienenkönigin Level 4. Och, siehst du? Echt? Ja, muss man dich genug von. Willst du dann das Bett setzen, sicherheitshalber? Ja, würde ich sagen, ne? Das machen wir mal. Ein bisschen weiter weg. Mal. Da unten, wo die Eule irgendwo ist, vielleicht. Hm. Ah, von hier könnte es vielleicht schon reichen. Ja, von hier würde ich auch sagen, das passt. Wir werden es sehen, ne? In der nächsten Folge, ob wir das schaffen oder nicht. Ehrlich? Ja. Oh. Ob wir sterben oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Oh, das Bett kann man nicht so auf den Boden setzen, ne? Müssen wir erst eine Foundation noch klopfen, oder was? Sieht wohl so aus. Na gut. Ja, dann machen wir mal Schluss, hä? Richtig, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr einen Tipp habt mit der blauen Plattform, gerne in die Kommentare. Ja. Oder wo es generell Harz gibt, das könnte uns ja auch schon ein bisschen helfen. Stimmt wohl. Dann bis zur nächsten Folge. Bis denn. Ciao. Ciao. Und tschüss.